Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, zurück im Hub. Und es geht weiter durch die Submerged Passage. Die Krabbe haben wir ja jetzt erfolgreich, ups, 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 erfolgreich dezimiert. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie da zu The Ledge kommen. Irgendwie, wenn die da aus dem Weg sind. Normalerweise ja rechts rum. Ui, die Brood Princess. Ich weiß gar nicht, was Brood heißt. Brood oder so? Ja, kann ich sie facetanken oder nicht? Sie macht mich schon langsam, aber. Sehr gut. Das Ding hat Armor. 17 Stück. Ja, das ist besser. Dann ziehen wir uns mal um. Das weiße Teil ist gut, kann überall rein. Ich habe es noch nicht einmal eingesetzt in der richtigen Situation. Ich habe mich so drauf eingestellt, dass es keine Movement Skills gibt. Und jetzt gibt es auf einmal Movement Skills. Und das ist die Frage, ihr wisst es wahrscheinlich, ist es ein Zufall gewesen, dass das Ding gedroppt ist beim guten Hillock? Oder kriegt es jetzt jeder so als Ersatz für die langsame Performance von Ruthless? Oder habt es nur ich gekriegt? Egal, wir werden es rausfinden. Erstmal werden wir hier, müssen wir hier rausfinden. Unseren Tod haben wir ja schon hinter uns gebracht, ganz am Anfang. Das heißt, wir können uns jetzt hier voll drauf konzentrieren, zu performen. Wow, da ist in einer Kiste mal was drin. Das ist ja schon erstaunlich. Ja? Uiuiui, Jungs. Das ist nicht gut, was ihr hier macht. Wenn die da von hinten ballern können, das ist nicht gut. Hier mal erstmal aufräumen. Wer ist denn das, der da so ballert von hinten? Das ist wie in so einer militärischen Rangordnung. Immer schön hinten bleiben und dann auf den Gegner ballern, der von vorne abgedeckt ist. Ja, nee, also jetzt hier, ich kämpfe tatsächlich wieder mit jedem. Lauf nicht durch, wie ich es normalerweise mache. Aber ich habe einfach gar keine Lust nach vorne zu laufen, weil ich da ohne Equipment eh keine Chance habe, mich durchzukämpfen. Hier, das flutscht schon einigermaßen, ja. Bin ja froh, dass es mit so einem, sag jetzt mal, geschenkten Skill überhaupt möglich ist, da so AOEs zu machen. Das müsste ich mal öfter einsetzen. Wie, I cannot carry this. Schild. Schild ist natürlich auch mal eine Überlegung, ja. Ah ja, jetzt habe ich natürlich hier tatsächlich keinen Platz mehr, um Dinge mitzunehmen. Ist ja irre. Da brauche ich, glaube ich, nicht nachlaufen. Da ist auf jeden Fall Sackgasse. So, dann sollten wir langsam mal an den Ausgang kommen. Ich kann ihn schon sehen. Dann sind wir auch schon in der Ledge. Mit Level 8. Weiß ich nicht. Ist das sehr spät?
Egal. Ist auf jeden Fall Level 6 gegen. Ich bin Level 8. Das ist schon okay. Ruthless. Ist das okay? Aber ich freue mich schon auf mein nächstes Crucible-Altarteil, wo ich meine Waffe hochpushen kann. Und dann bin ich gespannt, was kann man dann da mit den Waffen, was sind diese Skillpunkte, was steckt dahinter? Ja? Und dann ist die Frage, bis ich den Skillpunkt habe, der Waffe, macht das dann überhaupt noch Sinn? Weil dann habe ich ja schon eine neue Waffe, oder? Also das ist ja später im Endgame natürlich cool, wenn deine supergeilen Waffen aufleveln kannst. Aber hier am Anfang wechsle ich die doch dann noch relativ bald, oder nicht? Ah, wir werden sehen. Ich bin in Ruthless. Eigentlich wechsle ich gar nichts, weil ich nämlich nichts zum Wechseln habe. Oh, ich habe ganz vergessen. Ich habe ja einen. Ich habe ja auch so einen Totem-Teil. Ich lasse echt Sachen am Boden liegen. Bin begeistert. Ich kann mir auf keinen Fall leisten, mit einem Portal in die Stadt zurückzugehen, um zu verkaufen, weil ich habe nicht so viele Portale. Und es gibt fast nichts Schlimmeres, als keine Portale zu haben. Wenn man sie braucht. Wow. Ein Armorer-Scrap. Das Totem ist jetzt zersplittert hier. Das habe ich auch noch nie gesehen. Kann es sein? Wo muss ich hin? Ich nehme euch kurz mit. Denn was sagt der gutste Skill, denken Sie? Ich muss nach unten und dann so ganz außen rum. Um das denn? Hier nach unten und dann so ganz außen rum. Bis ich hier oben zu Fire Damage Multiplier komme. Ich will Fire Damage machen, das ist schon richtig. Das ist schon klar. Also, spätestens wenn ich mein Righteous Fire am Start habe, mache ich einfach nur noch Fire Damage. Gut, dann erstmal hier Platz machen. Jungs, geht mal von meinem Altar hier weg. Die Rattling Bones, die stehen da so komisch. Euch geht's nicht gut, hä? Das ist ein Bug, oder nicht? Ist die da so festgefroren und passiv da stehen und nichts machen? Na? Ja. Es ist natürlich die Frage, welche Waffe pusht man jetzt hier? Die auf keinen Fall. Die, glaube ich, habe ich gepusht. Ein bisschen. Und die ist natürlich besser. Die hat ja hier Elemental Damage und Fire Damage Overtime Multiplier. Aber ich werde sie beide nicht viel verwenden, denke ich mal. Also nehme ich wieder... Oh, jetzt bin ich enttäuscht. Die hat ja noch gar nichts hier. Kann ich dann nochmal zurück und eine andere wählen? Ah ja, es geht. Warum hat die denn gar nichts? Habe ich dem da das verpasst? Ey, schwarz ist nicht. Ja, ich nehme jetzt die, weil die ist ja... Wenn sie alle jungfräulich sind, dann nehme ich halt die. So, und einfach nur bis die ersten kleinen Münsterchen erscheinen. Tschack, tschack, tschack. Oder? Mehr traue ich nicht. Mir. Ah, hab ich doch nochmal gedrückt. Okay, das reicht auch. Ja, es schaut da nicht gut aus. Die sind schon etwas widerstandsfähiger als die anderen im Level. Irgendwie, oder? Ein schön silbrig sind sie schon. Obwohl die anderen waren eher so bläulich. Die sind jetzt mehr so silber.
Und jetzt hat diese Waffe, hat jetzt irgendwas. Ja, das ist schon alles sehr zäh. Sehr zäh irgendwie. Aber ja, was spiele ich auch Ruthless-Modus, wenn ich es nicht zäh will? Ja, lasst euch ruhig mal alle treffen hier. Dann ist es nämlich einfacher. Für mich. Oh. So, da habe ich jetzt meinen Wegpunkt. Oh, die Chest muss man auf jeden Fall aufmachen, aber da ist nichts drin. Und dann können wir nämlich da mal zurück ins Inventar leer machen. Denn ein leeres Inventar ist ein gutes Inventar, finde ich. Ja, tu mich schön heilen, dankeschön. Der Iron Head mit 12, den haben wir getauscht, genau. Ein Schild. Ich weiß nicht, den will ich eigentlich nicht verkaufen. Der ist eigentlich... Ist der eigentlich so mindestens genauso gut... Wie der hier. Noch nicht verkaufen. Boah, ich habe so viele Items jetzt hier. So viele Currency Items. Dann werden wir jetzt mal die Ledge zu Ende bringen hier. Ganz schnell. Mit Vollgas sozusagen. Nehmen das Schild mal mit. Ich weiß nicht, ob ein Schild in dem Bild eine Option ist. Wahrscheinlich eher nicht. So, langsam aber sicher müht sich das Eichhörnchen. So, jetzt setze ich da mal meinen Kumpel wieder hin, dass der vielleicht ein bisschen aggro zieht. Das scheint aber nicht so gut zu klappen. Gegen wen haut der denn da eigentlich noch? Na, der haut schon auch gut hin eigentlich, gell? Das ist gut. Ich muss den viel mehr einsetzen. Den habe ich leicht unterschätzt am Anfang. Ach, der macht nichts. Der tut nur so ähnlich wie die Decoy-Totem auch. Was ja nur eben die Leute dazu zwingt, dass sie ihn angreifen. Nee, der macht auch richtig Damage. Ich hatte mit Nimaroda und diesem Totem, wow, Mana Flask, hatte ich richtig Spaß. In der ganzen League bin ich über 90 geworden, in der normalen League natürlich. Konnte ich, glaube ich, 3 Totems setzen. Die haben eigentlich alles gemacht. Ich selber habe gar keinen Schaden mehr machen können. Also Tote hat mir auch Spaß gemacht. So, jetzt machen wir den Dicken hier mal weg. Sofern sie mich nicht... Nee, die machen mich hier irgendwie alle gleichzeitig. Das macht zu viel Schaden. Lass mal ein bisschen aufräumen, die Jungs. Oh, oh, der kann da irgendwas. Der Kuduku. Weiß Gott. Oh ja, der macht irgendwie Kringel hin. Kringel sind immer schlecht. Vor allem, wenn man drin steht. Aber mein Freund und ich
Wir schaffen ihn. Auch wenn da nix bei rumkommt, ja? Nix. Also Items technisch nix. Ja, dann machen wir da wieder das schöne Totem hin. Der macht den ganz alleine platt. Und den auch noch dazu. Ja, schön. Harvest-Totem. Naja, laufen natürlich mir hinterher. Ist doof. Sollen sie nicht, ja? Ja, schön. Hier, schaut euch mal das Totem an und ich drehe mich hier so ein bisschen, ja? Ha, funktioniert ganz gut. Aber sind wir auch schon durch? In the climb. Das ist ja mal ein komisches Layout. Nicht mich hauen. Nein, nein, nein. Brav sein. Oh, level up. Ist gut. Auch wenn wir uns jetzt nur Stärkepunkte holen. Ich bin schon wieder voll. Ja, du nervst. Ja, hab ich dir schon gesagt, dass du nervst? Ja, wenn du stehen bleibst, dann bist du natürlich tot. So. Also ziehen wir hier runter. Jetzt müssen wir hier rüber, holen uns noch den Stärkepunkt. Das wird jetzt ganz unspannend, bis wir da oben sind. Aber der gute Box hat sich sicherlich was dabei gedacht. Natürlich hat er irgendwie die normale League im... Nein, ich wollte das hier machen. Im Auge. Was sind denn das für Boots? Was können denn die? Evasion und Energy Shield. Ja, dann. Damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Mitnehmen kann ich sie trotzdem. So, da unten haben wir wieder die League-Mechanik. Dann laufen wir da mal hin. Und holen uns noch ein paar Prozentchen. Ich denke, das Zepter sollte ich mir mitnehmen, weil das etwas ist, was ich vielleicht dann auch selber einsetze. Davor holen wir uns mal den da. Auch der Club ist eigentlich unsere Waffenklasse, sage ich jetzt mal. What? Achso, das ist auch so ein Zweihand-Ding. Obwohl 12 increased bringt halt nichts, das ist genau dasselbe, was ich schon habe. Aber da könnte man dann mit irgendwelchen, welchen auch immer gearteten
Crafting-Mitteln könnte man natürlich dann da craften. Woher weiß ich denn, welches meine... Ich habe die hier genommen. Ja? Ja, die ist ja schon ein bisschen... Jetzt machen wir noch ein bisschen mehr. Jetzt, Vollgas. Nicht übertreiben, nicht übertreiben, nicht übertreiben. Ist schon viel zu viel. Gut, na los. Silberfischchen. Ja, die kommen natürlich alle gleichzeitig, ist doch klar. Bringen mich total in die Bredouille und ich schaffe es trotzdem gerade eben so, sie runterzuklopfen oder auch nicht. Jetzt kommen da noch andere dazu. Leben ist schon mal alle. Portalscroll ist super. Bleib, bleib, bleib. Geschafft. So festgefahren irgendwie, also fest eingefroren. Also ich habe jetzt dann auf der Waffe jetzt X, was auch immer. Ich finde es immer noch doof, dass ich es nicht sehen kann. Gut, weiter geht's. Ich glaube in diese Richtung, oder? Da ist Prison, oder ich springe zurück und ja, sollte ich tatsächlich tun. So viel Zeit muss sein. Wir brauchen gerade am Anfang jede Menge Currencies. Und die kriegen wir natürlich nur, wenn wir auch was verkaufen. Das wollte ich behalten. Take care. Das wollte ich behalten. Und dann, ja, kriege ich dich jetzt. Tun wir dich dahin. Und dann sind wir eigentlich schon wieder soweit. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und ich überlege mal ganz genau, was ich als nächstes mache. Und vielleicht habt ihr Lust und kommt einfach mit.